Aber Fußball spielen, das ist mit Sicherheit kein guter Tipp bei der Hitze. Deshalb Respekt vor den Spielern, die uns Ulf Priester jetzt vorstellt. Denn in Freudenberg, da ging es heute um einen guten Zweck. Schon zum 10. Mal haben sich da Fußballfans und Freizeitsportler getroffen, um in einem Turnier gegeneinander anzutreten. Und den Erlös, den spenden sie an den Deutschen Kinderhospizverein. Also unter anderem auch für das Kinderhospiz in Olpe. Und die Stimmung, die war einfach klasse. Eigentlich ist fußballerisch gerade Sommerloch zwischen Europameisterschaft und Bundesliga-Start. Aber davon ist hier in Freudenberg nichts zu spüren. Hier sind die Fußball-Fanclubs von Schalke, von Gladbach. Aus Köln ist der kölsche Mythos da. Und natürlich der veranstaltende Bayern-Fanclub Sauerländer Lederhosen. Und die Fans beweisen hier nicht nur, dass sie gut singen und jubeln können, sondern die haben hier selbst die Fußballschuhe geschnürt und kicken mit. Gerade sehen wir in der Vorbereitung Königsblau Gerlingen. Und bei Gerlingen spielt die Melanie mit. Die unterbrechen wir gerade mal. Melanie, wie ist bisher gelaufen für euch? Sehr gut. Also 2 Siege und 3:0 Tore. Also hätte besser nicht laufen können. Ist Königsblau Gerlingen Favorit heute? Also nach den ersten 2 Spielen würde ich ganz klar sagen, ja. Aber mal schauen, wie es so weiterläuft. Jetzt hast du ja fast eine Doppelfunktion hier, denn du bist einerseits Mitglied im Fanclub, andererseits bist du Auszubildende, nämlich beim Kinderhospizverein in Olpe. Was ist das ein besonderes Gefühl für dich hier zu spielen dann? Ja, auf jeden Fall. Also die Sauerländer Lederhosen, die veranstalten das ja jedes Jahr für uns, dieses Turnier. Und ja, es ist natürlich für mich heute Freizeit. Ich bin mit dem Fanclub hier, aber es ist ein positiver Nebeneffekt natürlich, dass das zugunsten unseres Vereins läuft. Und dass natürlich die Kinderhospizarbeit in Deutschland dadurch populär gemacht wird. Melanie, vielen Dank. Viel Glück fürs nächste Spiel. Dankeschön. Und hier geht jetzt der Spielbetrieb gleich weiter. Und diese besondere Verbindung zwischen der Hilfe für den Kinderhospizverein und Fußball hat den Veranstaltern auch einen ganz besonderen Schirmherrn eingebracht. Nämlich den obersten deutschen Fußballchef Theo Zwanziger. Und als der heute Vormittag hier aufgetreten ist, war das natürlich der erste Höhepunkt des Turniers. Herr Zwanziger ist gekommen, hat Geschenke mit im Gepäck gehabt und er hat versprochen, den Betrag, der hier heute zusammenkommt, aufzurunden. Und natürlich hat er am Ende auch ein Interview uns der Lokalzeit gegeben. Was ist denn Ihr Lieblingsverein? In Ihrer Funktion dürften Sie eigentlich gar keinen haben. Sie müssen ja neutral bleiben. Boah, also ich bin auch Fußballfan und mein Leben hat eigentlich immer nur aus Fußball bestanden. Und deshalb ist mein Heimatverein natürlich mein Lieblingsverein und in der Bundesliga, ich mache keinen Hehl draus. Die Borussia aus Gladbach, die mich in den 70er Jahren in eine Fanleidenschaft versetzt hat. Und Sie sind als Schirmherr zu dieser Fanveranstaltung gekommen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie ja ganz viele Zuschriften bekommen, Schirmherrschaft zu übernehmen. Und Sie haben auch nicht einfach nur ein Grußwort geschrieben, sondern Sie sind gekommen. Warum? Ja, also bei Schirmherrschaften will ich das immer so machen. Deshalb ist auch ganz klar, dass du nicht jeden Brief positiv beantworten kannst, sondern es muss dann schon ein bisschen was Besonderes sein. Der Reinerlös dieses Turniers geht an Kinder, die es dringend brauchen, die schwer krank sind, die eine lebensverkürzende Krankheit haben und deren Eltern, Großeltern und Familien in wesentlich höherem Maße beansprucht werden, als das bei gesunden Kindern der Fall ist. Und dies ein Stück zu unterstützen, diese Arbeit zu unterstützen, aus eigener Initiative entstanden, die ist für mich immer Anerkennung wert. Und das will ich hier sichtbar machen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass viele unserer Vereine, und das tun auch sehr, sehr viele, sich ähnlich engagieren. Fußball und soziales Engagement gehört zwingend zusammen. Vielen Dank. Während Theo Zwanzigers Gladbacher hier gerade ihr drittes Spiel verlieren, ist Theo Zwanziger selbst schon wieder weg. Aber das war nicht der letzte Promi heute, denn es ist noch ein weiterer angekündigt. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi, 48-facher Nationalspieler und dazu später mehr. Und wir gucken nochmal nach Freudenberg und das Fußballturnier der Fanclubs dort. Sie haben ja heute für den Deutschen Kinderhospizverein gespielt und es sah eben schon ganz danach aus, als würde es wieder ein voller Erfolg. Ja, und Ulf Priester hatte uns ja noch einen Promi versprochen. Der nächste Promi ist da, 48-facher Nationalspieler und den meisten von Ihnen noch in Erinnerung von der WM 2006. Jens Nowotny, wenn ich da kurz unterbrechen darf. Sie, das wissen die wenigsten, sind auch offizieller Botschafter des Deutschen Kinderhospizvereins. Wie ist das gekommen? Ja, das war eine leider sehr kurze Zusammenarbeit von Bayer Leverkusen mit dem Kinderhospiz Balthasar in Olpe. Und wir hatten da im Prinzip nur eine kurze Einweisung, ich nenne es mal so,
in den Tagesablauf im Kinderhospiz. Und da ist so ein Wunsch und auch so ein Gedanke in mir entstanden, dass man da mehr zusammenarbeiten könnte. Zum Glück, muss ich sagen, haben wir drei, vier Jahre später, ich weiß gar nicht, wann das war, hatten wir eine Veranstaltung in Köln und da haben wir uns dann nochmal getroffen, mehr zusammengesetzt, zusammen überlegt, was man machen könnte. Und jetzt ist es glücklicherweise von meiner Seite her auch so weit gekommen, dass ich Botschafter geworden bin. Was hat Sie da so beeindruckt in Olpe, dass der Wunsch in Ihnen gewachsen ist? Ja, wenn man heutzutage das Thema Hospiz anspricht, dann ist ja erstmal bei jedem auch Tod. Es hat mit Tod zu tun. Und wenn man das aber die ganze Situation anschaut, dann hat es viel, viel mehr mit Leben zu tun als mit dem Tod. Und das ist, was einen begeistert, was einen wirklich Dinge auch wieder in einem anderen Licht sehen lässt. Und das ist die Faszination, die auch da mit die Arbeit ausmacht. Die Faszination für den Fußball ist aber auch noch da. Letzte kurze Frage nach den ganzen Verletzungen. Spielen Sie ab und zu auch noch für sich? Mit unserem Sohn, ja, der ist auch sehr fußballbegeistert, da bin ich auch dabei, aber ansonsten hält sich das in Grenzen. Vielen Dank, Jens Wortney. Der Ball rollt und der Rubel auch. Eine der Haupteinnahmequellen hier ist die große Tombola. Da gehen gerade noch zwei Lose rein. Ich glaube, über 3000 Lose sind da schon drin. Jeweils 1 Euro fürs Kinderhospiz. Der Veranstalter ist Thomas Fiedens. Thomas, wie viel ist denn schon zusammengekommen? Also es werden sicherlich mehrere tausend Euro hier bei dieser Veranstaltung für den Deutschen Kinderhospizverein zustande kommen. Das ist eine ordentliche Summe. Ausgezählt wird natürlich am Schluss. Ein Lokalpromi, der hier auch noch organisiert wurde für das Turnier, ist mit 80 Jahren Siegfried Daum als Schiedsrichter, ältester noch aktiver Schiedsrichter im Kreis Olpe. Und der schlägt sich hier ganz wacker, wie man an diesen Bildern sieht. Und zu dem gehen wir jetzt auch noch mal hin. Herr Daum hat gerade kurz Pause, aber er muss gleich das nächste Spiel anpfeifen. Herr Daum, ganz kurz, wie geht's denn hier zu mit den Jungs? Die gehen ja ganz schön um Sie rum, haben wir gesehen. Wird denn fair gespielt? Aber prima, prima, auch fair. Bis an die Grenze muss man gehen, das ist so. Wie geht's Ihnen dabei? Ich muss immer lächeln. Wenn ich einige Situationen sehe, dann habe ich Spaß, dass ich noch pfeife. Herr Daum, Sie haben Spaß, vielen Dank. Sie müssen das nächste Spiel anpfeifen. Für mich war heute hier eindrucksvoll, was für eine Stimmung hier war, in was für einem Geist das Ganze passiert ist und gleichzeitig das breite soziale Engagement für einen guten Zweck. Also König Fußball hat sich hier in Freudenberg heute von seiner besten Seite gezeigt.